Hallo zusammen, herzlich willkommen, liebe Freunde, bei einer neuen Runde Anno 2205. So, Firmenstufe 72 haben wir immer noch und es geht los. Ich hatte in den letzten Tagen wenig bis gar keine Zeit, leider um Aufnahmen zu machen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Von daher ist es auch jetzt 2 Tage mal kurz ruhig gewesen. Und das geringe Projektauslastung. War keine geringe Projektauslastung, leider. Boah, die Woche ist so mörderisch warm, ey. Boah, 30 Grad, mega geiles Wetter. Und dann dementsprechend halt deutlich andere Dinge gemacht als Anno gespielt oder Tomb Raider oder was auch gerade noch in der Pipe sitzt. So. Wir haben unsere Tundra-Ebene. Was war denn hier nochmal? Trockenlegen, genau. Und dafür brauchten wir doch so einen Sack voll Iridium. Aha, da läuft der Timer noch. Da können wir die Pumpe anschmeißen. Das dauert etwas. Machen Sie es sich bequem. 20 Minuten, dann ist das trocken. 150 Iridium, genau, Trockenlegung. Weniger Sumpf, mehr Boden. Yay! Ich könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen, aber ich muss dich... Du brauchst meine Hilfe nicht. Wille Jorgensen braucht meine Hilfe nicht. So, was haben wir denn noch Schönes hier? Kurz reinzoomen? Ups. Etwas weit reingezoomt. Was bist du? Du bist ein Logistikzentrum. Wir haben viel zu viel Logistik. Weg damit. Du bist ein Gemeindezentrum. 17, ja, das ist ganz cool. Ich hätte ja gerne noch. Weil wir haben hier oben ja noch so einen Missstand an Geheimhaltung. Packe ich mir mal eben hier so einen Teil. Die Taste. Ja, guck mal, wenn wir den jetzt anpacken und drehen. So. Dann packen wir uns den und drehen den, dann passt er da nämlich rein. Ungefähr so. Und dann war es das mit dem Minus an Geheimhaltung. Schön, 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 schön. Kiste. Ha. Super. Wir haben immer noch viel zu viel Logistik. Pack das mal da weg. Krass. Was haben wir denn hier überhaupt vorgehabt? War, meine ich, auch so ein Sektorenprojekt. So. So, 150 Logistik, das könnte man mal erst so stehen lassen. Weißt du was? 100 Logistik sind auch lange genug. Wir sind ja im Plus. So viel produzieren wir da ja jetzt auch gerade nicht, ne? Bucht vorbei. Boah, diese Woche mit 30 Grad, das ist so... Boah, Hilfe. Es ist jetzt Mittwoch und man merkt richtig, wie die gesamte Gesellschaft einfach langsam wird, ja? So, die bewegen sich mit Schneckengeschwindigkeit, um nicht am Hitzetod zu sterben. Das ist ganz witzig. Finde ich persönlich. Muss gestehen, ich habe auch so in der Sonne geschwitzt wie ein Bulle. Kommst du nicht drum rum manchmal, aber es ist auch interessant, was die Gesellschaft so macht. So, gucke mal, wir brauchen Biokost. Oh, oh, Strom ist knapp. Warum ist denn hier der Strom so knapp? Bitte? Ach, da haben wir doch bestimmt noch eine Route. Na, du nicht. Aber dich könnten wir mal eben aufstocken. So. Parameter werden erneuert. Du bist es auch nicht. Du bist es auch nicht. Wie kommt denn der Strom hier hin eigentlich? Du bekommst von da Strom und von da. Ah ne, du verteilst das dann weiter, ne? Ist aber auch irgendwie komisch. Oder kriegst
Ist die Viridische Bucht da noch gar nicht angeklemmt? So mit Stromversorgung und so? Dann ballern wir da erstmal 5000 Energie rein. Neue Transferroute aktiv. Ja, war nichts Wichtiges. Entschuldigung. Hätte ja auch was Wichtiges sein können, weißt du? So, erstmal ein klein bisschen Biokost. So, die Viridische Bucht siedeln wir immer noch weiter voll. Nicht wahr? So. So, dann haben wir das erledigt in dem kleinen Part hier und gucken mal, wie es hier in der Nische aussieht. Oh, das passt ja schön. Das hätte ich ja keinem zugetraut hier. Aber jetzt haben wir das Ding natürlich auch komplett zugemacht. Vielleicht gar nicht so gut. So, das hier werden wir noch brauchen. Das kann eigentlich immer wunderbar sein, in so einer Ecke stehen. Du kannst da noch hin, da noch hin. So. Guck dir das an, guck dir das an. Ach, du hast keine Straße. So. Da kann noch was stehen, da noch und da noch. Da komme ich nicht mehr rein in die Ecke, aber das macht dann auch nichts mehr. So, kleine Parkanlage. Machen wir gleich hier eben das Löchlein zu. So, schön. Wo wird es denn noch ganz hakelig? Wir haben ja auch erst ein Stadion, ne? Das ist ja auch gar nicht... Space Shuttle dockt an. Gar nicht optimal und auch erst nur ein Bahnhof. Pass auf, dann machen wir da einen Bahnhof hin und passt denn das? Nee, das passt nicht. Selbst da passt der nicht rein. Das ist ein Knaller. Ja, pass auf, dann machen wir das so. Ziehen da noch Häuser rein. Und Polizei, Polizei, Polizei. Machen wir dann da auch noch rein. So. Und dann machen wir den ganzen Bums hier zu. Und dann gucken wir hier weiter. Score! Frechheit. Spielen die hier einfach, während ich am Arbeiten bin. Im Stadion. Mega laut, übrigens. Aber egal. So, ich ziehe mir den hier mal kurz ein bisschen runter. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier oben mal kurz weiter. Okay. So, passt da noch einer rein? Nein, das habe ich natürlich schön gebaut. So. Okay. Daumen drücken, dass wir hier noch wieder rauskommen mit der Straße. Ah, natürlich nicht. Scheiße. Dann muss das eben weg da. So. Die Straße brauchen wir auch noch und ein kleines Haus. So. Passt ja da noch schön rein. So. Ja. So.
haben wir die da auch drin. Und hier bauen wir auch noch kleine Häuser rein. Vielleicht mal so eine ganze Ladung. So, dann haben wir die auch. Kleine Parkanlage hatte ich davor noch da. So. Wobei man da auch schön hätte Parkplatz bauen können, aber das ist ja nicht so riesendramatisch jetzt für uns. So, wir bauen hier weiter im großen Stil. Keine Sechserblöcke mehr. Wir brauchen Menschen. Und vor allen Dingen Gebäude. So, in denen diese Menschen dann auch leben können und für uns arbeiten können. So. Wenn da nachher immer so ein bisschen Versatz drin ist, ist es im ersten Moment echt ärgerlich, aber lässt sich ja alles korrigieren nachher. Was da noch stehen und... Bauen wir da auch noch was hin. So. Haben wir jetzt die 5000 Energie erstmal, das heißt mit den... Biokost, okay. Mit den öffentlichen Gebäuden müssten wir eigentlich auch nicht so viel Probleme haben gerade. So. Kommen wir da oben rein? Ja, kommen wir. Oh, schön. Das gefällt mir natürlich, sonst wären wir auch von hier noch reingekommen. So. Hier komplett nochmal irgendwie was machen, so vielleicht und so. Ah, das wird natürlich jetzt kniffliger als ich dachte. Schade, das passt natürlich nicht. Ah. So. Ja, dann lassen wir den da erst frei. Oh, der hat doch keine Straßenanbindung. Schade. So. Überlegen wir uns vielleicht nochmal später, was in die Ecke passt. Hier hätte ich dann doch gern noch Park. Kleine Parkanlage. Sowas hier. Haben wir dann da auch wieder drin. So, und dann geht's hier weiter. Oh oh, das war dumm. Ich wusste es. Kommen wir wieder nicht ran. Reißen wir den hier weg. Ziehen uns aber hier eine Straße rein. Weil das kleine Haus ist nicht so... ne? Hat nicht so einen hohen Value, nicht so einen hohen Wert. So. Mal. Dann haben wir die ja alle komplett angebunden hier. Das ist ja schön. Das ist ja schön, schön, schön. So. Da in die Ecke passt noch was. Hier passt noch was rein. Da haben wir noch was. Und weiter geht's. Versuchen wir uns gar nicht so ganz lange mit aufzuhalten, weil Trockenlegung ist hier dann jetzt schon wieder fertig, aber wir haben zu wenig Iridium. Shit. Lassen wir die Karte nochmal eben laden und dann gehen wir mal kurz bei Wildwater Bay vorbei. Was unsere... What? Hilfe, was ist da denn los? Was unsere... jetzt bin ich ganz raus. Was unsere... Iridium, so hieß das Zeug. Unsere Iridium-Generatoren so machen, diese unterirdischen Lagerhäuser von früher. So. Das ist natürlich nicht die Welt. Schade. Schade, schade. Da habe ich mir mehr erhofft.
118. Ich glaube, wir brauchen dann für die letzten Trockenlegungen eine ganze Menge. Weitere Investitionen in Forschung möglich. Aber es sind auch nur noch 3 Pumpen, die wir trockenlegen müssen. Das ist eigentlich ganz geil. Aber auf der Orbitalstation wollen wir auch noch weiterbauen. Dorn? 200 Iridium, das ist natürlich ein Knaller. Der braucht noch 5 Minuten. Und den können wir noch nicht starten, weil wir hier noch nicht durchkommen. Einer von den beiden muss fertig. Okay. Haben wir denn sonst irgendwie da... noch einen Auftrag oder irgendwas? Was bist du? Mal sehen, ob du damit fertig wirst. Damit würde ich fertig werden, aber es sind Kredits und ich will keine Kredits. Kollege. So, was bist du? Das ist etwas, das wir nicht... Nee. Kredits? Credits, Credits. Kommt planmäßig an. Ist aber auch schwachsinnig, hier jetzt auf Aufträge zu warten, glaube ich. Wir gehen auf die Orbitalstation und gucken mal, wie es da aussieht. So, wir haben... Da hätten wir auch vorher reingucken können, aber... Als Datensammelmacht schön, Sie wiederzusehen. Psst. Andererseits sehe ich Sie sowieso ständig. Geh weg, Adam. Psst. Scheiß Stalker. 3 von 4, wir können also noch einen Werkstattbauplatz haben wir noch übrig, da oben sehen wir es. Und den wollten wir ja noch hier zu Ende bauen, den Zweig. Und dann ziehen wir den nämlich wieder zurück. Stoffe im Krisengebiet. Da kriegen wir Graphen. Das ist natürlich auch geil. Ja. Hallo? Copy. Hallo? Ja, dann eben nicht. Dann mache ich das eben so. Weißt du, das ist mir dann auch egal. So. Na, guck mal, geht weitere doch. Forschung nun möglich. Eieiei, uns fehlen die Physiker. Schade. Kommen Sie rein, aber bitte fassen Sie nichts an. Okay. Ja? Ja. Ich hoffe, Sie finden es hier nicht lang. Nö, ist okay. Alle Systeme laufen reibungslos. Oh, da brauchen wir dann 75 Expertise für. Hossa. Außer, außer. Wir haben doch hier noch Mikrochips. Das passen wir an. Parameter werden erneuert. Die Prozessoren passen wir auch eben an. Ungefähr so. Transferroute wird überarbeitet. Ja, Wunderbärchen, Wunderbärchen. Dann... Ja? Bauen wir dem noch den ganzen Kladderadatsch, den er gerne hätte. Du wolltest eine Aufbereitungsanlage. Hitzeverringerung ist unzureichend. Und du willst noch Solarzellen. Ja. Eine Stauplattform. Das Kühlaggregat habe ich gebaut. Minus 20 ich Grad. Ich bin mitten in einem Test. Das habe ich mir nicht. Ich hoffe, Sie finden es hier nicht langweilig. Das habe ich mir irgendwann noch mal angelesen. So. Kommen Sie rein. Aber bitte fassen Sie nichts an. Nichts brennt oder explodiert. Zumindest im Augenblick. So, da kriegen wir noch einen Werkstattbauplatz. Das hier können wir gerade nicht machen. Ist schade. Bricht der hier alles ab? Nee, bricht er nicht. Sehr schön. Und den hier noch. So will ich das haben. 1,5 Stunden. Ja, easy. Mama. Easy. Schön.
Dann machen wir doch noch ein bisschen in der Viridischen Bucht eben. Dann brauchen wir ja sowieso noch ein paar Minuten, um das Ganze zu bebauen. Das erste, was man hört auf der Karte, ist ein Stadion. So. Cool. So. Biokost. So, dann haben wir da ein bisschen Plus, das ist okay. So. Was macht denn L4 Stufe? Noch 8000 und wir hätten die nächste. Automatische Beförderung zulassen. Eigentlich auch ganz geil, ne? Eigentlich ja auch ganz geil. Das schalten wir vielleicht an, wenn wir hier fertig sind. Dann können die hier sich in aller Ruhe selber befördern. Nur wenn irgendwas ganz dramatisch knapp ist, schreiten wir ein. Wie geht's denn hier eigentlich weiter? Wir haben hier doch noch Bauplätze, die wir anschließen wollen. So. So. Ja, ob das so einen Sinn macht, weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber das sehen wir dann. Machen wir doch eben einmal die Runde. Damit und damit. Ich glaube, das war's, ne? Dann sind wir hier fertig. Da ist angeschlossen alles. Kiste. Entschuldigung. Hör auf mit mir zu quatschen, nur weil ich auf dein Haus klicke. Wer erlaubt dir das? Fertig. Ja, dann machen wir den hier. Dann machen wir den Part hier noch. So weit, wie wir kommen mit Häuschen. Mit dem Iridium überlege ich mir was. Kannst du immer wieder sagen, ich bin nüchtern, wenn ich spiele, meistens. Angefangen habe ich das Projekt mit einer Flasche Wein, ich erinnere mich, auf den Sonntag. Das war toll. Das hat richtig Spaß gemacht. Oh, wie schön das da reingeht. Mega gut. So. Na, gib mir nochmal so ein kleines Haus. Das hier wieder passt alles. So. Auch schon erledigt. Können wir hier noch so einen großen, eine große Batterie darüber legen. Das kann da rein. So. Dann machen wir das hier zu. Ungefähr so. Und so. Und das füllen wir dann nachher mit Park auf, wenn da noch irgendwas dramatisch fehlt. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Du musst bestimmt dahin. Und ich brauche Polizei. Wo ist Polizei? Da. Wir werden es... Also Polizei wird mega knapp sein. Also jetzt schon. Haben wir einfach viel zu selten gebaut. Ich habe gar nicht dran gedacht zwischendurch. So. Das passt dann da noch schön rein. So. Tja. Hier ist nicht so ganz viel mehr zu holen, aber ey. Soll wohl. Und dann ziehen wir den auch noch durch. So. Haha, sehr schön. Okay, und... Dann bauen wir hier ein Stadion oder noch nicht. Bahnhof wird auch knapp, ich weiß es. Oh, uns fehlen die Baubots. Hoppala. Das habe ich gar nicht bedacht.
Haben wir hier gar keine Produktion oder gar kein nichts, was uns hier... Nee. Wird irgendwie gerade nicht geliefert, hm? Warum? Was verbraucht denn Baubots gerade? Hier irgendwas laufen? Sie wissen immer genau, wann sie... Wenn du das tust, wird was passieren. Geh weg. Wenn du das tust, Schau wird was passieren. Da, Nick! Ach nee, doch, das war Nick. Tja, was verbraucht denn hier Baubots? Also ich meine, ich mach doch nichts. Bei dir ist es ja jetzt eigentlich nur noch Investoren anwerben. Nächstes Astronautenteam trifft ein. Vielen Dank. Bin mir nicht sicher. Also wir schippen da 23 hin. 23. Ach, und die haben wir dann da oben hingeballert wegen dem... Jetzt erinnere ich mich. Man sollte natürlich nicht so viel Zeit zwischen den Aufnahmen vergehen lassen, dass man sich gar nicht mehr erinnert, was man gemacht hat. Zugegeben. Aber hey. Altes Trinkergedächtnis. Kommt auch alles wieder. Okay, da fehlen dann auch wieder Baubots. Baubots, Baubots. So. Ziehen wir dann da rein und machen wir mal eben Parkanlage. Ornamente. Kleiner Park. So, und hier auch. Kleiner Park. Hier passt ein... Oh. Moment. Da passen zwei große hin. So. Das da machen wir auch noch eben zu. So. So, dann haben wir das nämlich auch. Können wir schon? Boah, 40 Baubots. Nee, ist ja ein Terror. Was ist das für ein Terrorgebäude? Gucken? Das sollte doch... Wir haben nicht die militärischen Mittel, um damit umzugehen. Opa Young, geh weg. Vanha-Ebenen. Wo sind die? Ach, das ist das Tundra-Sektoriat, okay. Das können wir ja noch verschmerzen, gerade so. Also, Bahnhof und Stadion. Stadion ist am teuersten. Warten wir mal eben kurz, bis da die vier Baubots noch da sind. So, okay, bumm. Dann haben wir das nämlich auch. Und dann kommt hier gleich auch noch ein Bahnhof dazwischen, würde ich sagen. In der Zeit baue ich hier mal eben kurz. So vielleicht. Oh, da geht es auch noch rein. Das ist sehr schön. Wie dumm. Haben Sie Arbeit für mich? Ja, habe ich wohl. Weitere Investitionen in Forschung möglich. Ach, wie schön. Da auch noch erweitern. Das passt da auch noch rein und das da auch noch. Hier gehen auch noch ein paar. Wie sieht's hier aus? Da geht was. Schade, das geht nicht ganz. Schade, schade. Das hätte ich ja jetzt schon irgendwie gedacht. Na gut, machen wir so. Machen wir da einfach so. Okay, das haben wir erledigt. Parkanlage.
Ich bin ein prima Landschaftsgärtner, schalalala. Ich bin ein prima Landschaftsgärtner, schalalala. Dieser militärische Kram ist nicht ganz so meins. Möchtest du das übernehmen? Nö, will ich nicht. Aber nett, dass du fragst. Vielen Dank, Wille. Wille Jorge. So, dann haben wir da das erledigt. Bauen uns das hier noch richtig fett voll. So. Wie schön. So. Wie sieht das denn hier aus? Da geht es nicht mehr weiter hoch. Wenn man jetzt anfängt, da zu bauen. Es würde gehen. So. Hier fehlt dann auch schon Information wieder. Hulala, hulala. Komm mal her. Du stehst doch hier wundervoll, oder? Na klar. Wie weit geht denn das? So weit. Okay, dann machen wir noch eben kurz den und dann ziehen wir da auch noch eine schöne Straße rum. So. Freunde, und dann machen wir beim nächsten Mal geschmeidig die weiter hier. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.